Hey, Eventec ET300 Infrarotthermometer funktioniert perfekt. Warum braucht ihr ein Eventec ET300 Infrarotthermometer? Das kann ich euch sagen. Geiles Teil. Wenn ihr zum Beispiel ein cooles Steak kochen wollt, dann könnt ihr einfach gucken. Aha, Pfanne ist noch kalt. Oder im Kühlschrank. Ist der Kühlschrank kalt genug eingestellt? Jetzt könnt ihr gucken. Ist die Pfanne schon heiß genug? Oh, 244 Grad, alles klar. Das Steak kommt rein. Oder ihr steht morgens auf und möchtet wissen, wie warm oder kalt ist es draußen? 8 Grad, okay. Dann ziehen wir uns etwas Wärmeres an beim Fahrradfahren. Oder ihr macht den Tee warm für die Kinder und schaut. Wollt noch wissen, ist die Temperatur noch okay? Ah, 40 Grad, passt noch. Genau richtig. Pfannentemperatur noch okay? 250 Grad, perfekt. Raumtemperatur 21 Grad, perfekt. Ich habe dieses Teil jetzt schon seit, keine Ahnung, 2 Jahren mit derselben Batterie und es funktioniert perfekt. So, hat das schöne Fleisch die richtige Esstemperatur? 51 Grad. Jo. Das geht in die richtige Richtung. So, hat der Kaffee die richtige Trinktemperatur? 47, perfekt. Okay, jetzt haben wir 5 Minuten gewartet. Die Eier frisch aus dem Ding geholt. Haben wir noch fast 60 Grad. Warten wir noch 2, 3 Minuten, bis wir essen. 54, sehr gut. Anschwitzen von Zwiebeln. Schauen wir, wie viel Grad haben wir? 80 Grad, sehr gut. Nicht zu heiß. So, frisch angeschwitzte Zwiebeln auf meine Eier drauf gemacht. Gucken, wie heiß sind sie? 74 Grad, okay, da warten wir noch 1, 2 Minuten. Bis wir anfangen zu essen. So, jetzt haben wir 5 Minuten später. 46 Grad. Toll. Das heißt, ich kann meine Frühstück essen.